Hallo und herzlich willkommen. Hinter den Kulissen des Bundestages brodelt es. Mitglieder der Bundesregierung fordern die AfD auf, Hannes Gnauk aus dem Verteidigungsausschuss abzuziehen. Der Grund? Er ist Bundesvorsitzender der Jungen Alternative, die vom Verfassungsschutz überwacht wird. Ob der Verfassungsschutz aber vielleicht doch eher ein etablierten Schutz ist und was das alles überhaupt mit Ausschussarbeit im Bundestag zu tun hat, darüber spreche ich heute mit Hannes Gnauk und Rüdiger Lukassen von der AfD-Fraktion. Hallo, schön, dass Sie beide da sind. Herr Lukassen, wie bewerten Sie jetzt die Forderung der Ampel, Herrn Gnauk aus dem Ausschuss abzuziehen? Also diese Forderung der Ampel ist ja nur eine Reaktion auf die erneute Einstufung unserer Jungen Alternative durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und da müssen wir uns auch mal darüber im Klaren werden, was dieses Bundesamt für Verfassungsschutz eigentlich ist. Es ist eine oberste Bundesbehörde, wie circa 60 andere auch in der Bundesrepublik Deutschland, wie ein Bundesamt für Beschaffung bei der Bundeswehr oder eine oberste Schifffahrtsbehörde. Mehr ist es nicht. Aber es wird geführt durch das Innenministerium und durch Frau Faeser. Und da ist uns allen klar, dass es politisch instrumentalisiert ist und nicht mehr und nicht weniger. Für unsere Arbeit in der Fraktion und erst recht nicht im Verteidigungsausschuss hat das aktuell irgendeine Auswirkung. Ja, Hannes, was bedeutet das jetzt für deine Arbeit im Verteidigungsausschuss? Wie geht es für dich weiter? Ja, zunächst einmal möchte ich als Bundesvorsitzender der Jungen Alternative sagen, dass wir diese Einstufung natürlich als ungerechtfertigt empfinden und wir uns mit allen juristischen Mitteln dagegen wehren werden. Auf meine Arbeit im Verteidigungsausschuss wird diese Einstufung erstmal gar keine Auswirkung haben. Ich wurde 2021 in den Deutschen Bundestag gewählt, bin also demokratisch legitimiert, sitze in diesem Gremium und setze mich seit jeher für unsere Soldaten ein und das werde ich auch weiterhin tun, das erwarten die nämlich von mir. Was ich aber auch nochmal klar machen möchte, ich stehe für größtmögliche Transparenz und ich werde am Montag der Bundestagspräsidentin einen Brief schreiben. Ein Brief, in dem ich ihr anbieten werde, meine Immunität aufzuheben. Sollen Sie doch gegen mich ermitteln, es liegt nichts vor, ich habe nichts zu verbergen. Und dann kann bitte mal alles auf den Tisch kommen, was so vorliegt. Da wird nämlich nichts gefunden werden. Ich habe nichts zu verbergen und uns als JA geht es um Deutschland und das wird es auch weiterhin. Herr Lukassen, Sie sind ja schon etwas länger hier im Bundestag, schon in Ihrer zweiten Legislaturperiode. Sie arbeiten jetzt mit den besagten Personen der jetzigen Ampelregierung seit 5 Jahren eng zusammen. Überrascht Sie ein solches Vorgehen noch oder? Nee, leider nicht, muss man sagen. Zunächst darf ich sagen, dass, wie ich es nicht anders erwartet habe, mein Kollege Hannes Gnauk, du lieber Hannes, hier eine ganz klare Haltung jetzt gezeigt hast und Reaktion gezeigt hast. Und so kenne ich dich. Und was Ihre Frage anbetrifft, Frau Seidel, ja, wir erleben es doch die ganzen Jahre schon. Die AfD wird ausgegrenzt bei der Vergabe des Stellvertreters Bundestagspräsident, bei der Besetzung der Ausschüsse, sowohl was Vorsitzende als Stellvertreter anbetrifft. Das sind dieselben, die sich demokratische Fraktion nennen. Aber was erleben wir tatsächlich bei denen? Eine Vetternwirtschaft, ein Missbrauch von Macht. Nehmen wir nur mal diesen Familienclan im Bundeswirtschaftsministerium und die wollen uns sagen, was verfassungswidrig ist oder nicht. Das werden die Menschen in unserem Land merken. Es muss nur zu den Menschen transportiert werden und das machen wir. Nee, wir stehen unverändert für unsere Arbeit im Verteidigungsausschuss, für ein souveränes Deutschland, für ein starkes Deutschland und eine funktionierende und verteidigungsbereite Bundeswehr. Das gibt Zuversicht. Danke, dass Sie beide heute hier waren. Vielen Dank. Vielen Dank.